Hallo Cecil, kannst du was gegen mein Hohlkreuz machen? Hallo? Cecil? Oh Mann, der antwortet ja gar nicht. Hey, warte! Natürlich kann ich dir helfen. Nach dem Intro. Hallo meine Freunde, euer Coach hier, Cecil. Heute geht es mal um das Hohlkreuz. Kann man da irgendwas machen? Also wenn ich so ein Hohlkreuz habe, kann man da was machen? Kann man wieder in die richtige Position kommen? Und guckt unbedingt auch das Video zur Schulter. Da ist es das gleiche Prinzip. Es gibt ja immer Muskeln, die werden länger und schwächer. Und dann gibt es Muskeln, die ziehen sich zusammen. Also bei der Schulter ist zum Beispiel, Brust zieht sich zusammen. Schulterblätter hier, Rotatorenmanschette wird immer länger. So, und da muss man gegenwirken. Und bei der Position hier mit Hohlkreuz ist es auch so, manche Muskelgruppen werden kürzer und manche werden halt länger und schwächer. Und da muss man genau gucken und man darf da keinen Fehler machen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel beim Hohlkreuz die ganze Zeit die Rückseite dehnt, also den hier, dann könnt ihr das Problem noch schlimmer machen. Deswegen muss man da vorsichtig sein, was man genau macht. Wir besprechen heute genau, welche Muskelgruppen ihr dehnen müsst und welche ihr kräftigen müsst. Und natürlich auch, ihr kennt mich ja, warum das so ist. Und ich habe es vergessen zu erwähnen, als Stargast habe ich natürlich wieder Knochenkalle am Start. Und damit ich weiß, damit wir interagieren, schreibt ihr mir unbedingt rein, ob ihr ein Hohlkreuz habt oder ob ihr keine Probleme mit der Haltung habt. Also entweder Probleme mit der Haltung oder keine Probleme mit der Haltung. Schreibt mir das unbedingt rein. Also alle, die das gucken, sollen mir das reinschreiben, weil wenn 100% kein Problem haben mit der Haltung, ja, dann brauche ich auch kein Video mehr darüber zu machen. Und wenn 100% ein Problem haben, dann weiß ich, ich muss mehr Videos in die Richtung machen. Deswegen schreibt mir unbedingt alle erstmal rein. So, was ist jetzt das größte Problem? Ist das Problem, was wir heutzutage immer haben, unser Verhalten. Was machen wir? Unser Verhalten hat sich die letzten 50 Jahre drastisch geändert. Wir sitzen heutzutage nur so am Computer, übertrieben gesagt. Dann gehen wir nach Hause, setzen uns nochmal vor den Fernseher und dann gehen wir schlafen, schlafen nochmal so und dann sind wir die ganze Zeit in der Position. Problem an dieser Position ist, ich habe es ja schon in anderen Videos zum Bandscheibenvorfall auch schon erklärt. Lieber Knochenkalle, ich nehme dir jetzt mal den Arm ab. Hey! Und wenn wir den ganzen Tag sitzen, dann haben wir natürlich das Problemchen, dass wenn wir den ganzen Tag in so einer Position sind, mehrere Stunden, sagen wir mit Schlafen, abends sind wir manchmal 18 oder 20 Stunden in dieser Position. So, der Muskel setzt dann hier an der Wirbelsäule an und verkürzt sich. Wenn der sich extrem verkürzt, weil wenn er 18 oder 20 Stunden in der Position ist, da wird die ganze Zeit Gewebe gebaut. Es wird die ganze Zeit Gewebe gebaut. Das sind so Fibroblasten, die bauen die ganze Zeit. Wenn der Muskel jetzt so verkürzt, weil wir die ganze Zeit in dieser Position sind und ich dann normal stehen will, dann zieht er die Wirbelsäule nach vorne. Okay? Also die Wirbelsäule wird durch diesen verkürzten Muskel nach vorne gezogen. Da seht ihr schon, das geht in die Richtung. Was wäre jetzt ein Muskel, der dagegen steuern könnte? Welcher Muskel könnte dagegen steuern? Der Po-Muskel. Wenn mein Po-Muskel stark ist, dann kann er mich wieder hochdrücken. Problem ist bei uns heutzutage, der Po-Muskel ist aber nicht so stark und dann versucht ein anderer Muskel zu kompensieren und mich hochzuziehen, und zwar hier der Rücken. Also sagen wir mal, ich bin nach vorne gekippt, weil alles verkürzt ist, und dann versucht mein Rücken hier, mich hochzudrücken. Und dann habe ich hier eine extreme Spannung und hier vorne eine extreme Spannung. Und was darf ich jetzt auf gar keinen Fall machen? Also wir wissen schon mal, vorne verkürzt, hinten Spannung verkürzt, weil der Muskel gegenarbeitet. Was darf ich jetzt auf gar keinen Fall machen? Was ist denn mit dem Oberschenkel hier hinten? Hier sind ja einige verschiedene Muskeln, die setzen aber alle ungefähr hier an, also an diesem Höcker. Sagen wir mal, die setzen hier an. Ja, wir können mal einen Knoten machen, ganz einfach. So, zack. Die setzen von hier, setzen die da an. Das Becken kippt aber nach vorne. Das heißt, mein Becken kippt dahin. Also das Becken kippt nach vorne. Das kann ich jetzt leider nicht machen, weil er an so einer Stange ist, hier der Knochenkalle. Aber das Becken, könnt ihr euch ja vorstellen, kippt nach vorne. Das heißt, dieser Muskel wird länger. Wenn ich jetzt zusätzlich noch diesen Muskel die ganze Zeit dehne, also ich mache die ganze Zeit den hier, dann auf eine Bank, mache immer schön den, und den dehne ich immer weiter, dann habt ihr ja noch mehr die Möglichkeit, mit dem Becken noch weiter nach vorne zu kippen, weil der hier ist praktisch immer lockerer. Der wird immer lockerer und lässt es immer mehr zu, dass das Becken noch weiter nach vorne kippt. Ihr werdet das Problem noch schlimmer machen. Also wenn ihr ein Hohlkreuz habt, dann sollt ihr nicht die ganze Zeit diese Dehnübung machen, sondern ihr müsst den Muskel kräftigen. Also hier wirklich den Muskel kräftigen, damit er das Becken wieder dahin zieht. Der muss kräftiger werden. Dann muss der Po-Muskel gekräftigt werden, wie zum Beispiel mit so hier Kreuzheben, solche Geschichten, Po extrem kräftigen. Was ist noch, was zieht die Hüfte noch nach da? Ihr merkt es schon, wenn ihr einmal so macht, merkt ihr schon, der Bauch. Also Bauchmuskeln trainieren. Bauchmuskeln ziehen euch nach vorne.
Diese Muskeln und Po ziehen euch auch hoch. Ihr merkt, wenn ihr den Po anspannt, geht der Po nach vorne. Das sind die Muskeln, die ihr trainieren müsst. Welche Muskeln müsst ihr dehnen? Ganz wichtig, 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 hier vorne. Den Muskel, den müsst ihr wirklich dehnen. Und beim Dehnen sage ich ja immer, lange in der Dehnung drin bleiben. Also wirklich 2, 3, 4 Minuten in der Dehnung bleiben. Ganz wichtig, damit hier das Oberstübchen überhaupt checkt. Ach so, da geht jetzt Spannung raus. Also wirklich lange dehnen. Und den unteren Rücken. Hier kommt man immer so ein bisschen schwerer. Also den zu dehnen ist immer ein bisschen kompliziert. Da kann man so einen Katzenbuckel machen. Kannst dich auch auf den Po setzen und dann so dich nach vorne ziehen. Also wenn ich jetzt richtig einen Katzenbuckel mache und jetzt hier zum Beispiel so reindehne, dann merke ich das schon. Aber da kommt man nicht so leicht rein. Das könnt ihr aber auf jeden Fall versuchen. Und das sind die wichtigsten Punkte, um wirklich aus dieser Hohlkreuzposition rauszukommen. Vorne unbedingt dehnen, den Rücken auch dehnen, Po trainieren, hier trainieren und den Bauch trainieren. Und dann kommt ihr wieder in die richtige Position zurück, meine Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr euch coachen lassen wollt, ihr wisst ja Bescheid, maximumprinzip.com. Schreibt mir unbedingt unten rein, ob ihr noch woanders Probleme habt. Schreibt zum Beispiel rein, keine Ahnung, Fußschmerzen, Rückenschmerzen, Schulterschmerzen, was auch immer. Schreibt unten rein, interessiert mich auf jeden Fall. Und bis bald, euer Coach. Sassy. Are you listening? Damn.